Oh mein Gott! Was passiert hier? Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu diesem neuen Darts-Video. Heute werden wir mal, und darauf freue ich mich besonders, weil mein Livestream-Chat von diesen Dingern schwärmt, die K-Flex-Schläfte austesten. Haben wir erfunden das Wort? Ich gebe es zu. Schäfte, Flights in einem, Schläfte. K-Flex. So sieht die Verpackung aus. Zeigt es euch. Ist natürlich schon ein bisschen schmantig. An der Seite Target, K-Flex. Auf der Rückseite nichts, wofür man sich fürchten müsste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube nicht. Es wird hier schon ein bisschen eine Besonderheit der K-Flex-Schläfte angeteased. Die haben so eine besondere Form, dass die möglichst flexibel sind. Aber das schauen wir uns gleich genauer an. Und auf der Vorderseite kann man die schon sehen. K-Flex und Quatsch. So, dann würde ich mal sagen, wir packen die aus. Ich halte das mal. Ich weiß, ich habe keine zweite Kamera. Normal, ein guter Reviewer hätte jetzt so eine Kamera von oben. Machst du nichts. Wenn man die hier rausholt, dann sind die in so einem Pappaufsteller. Eigentlich ganz cool. Boah, Licht knallt auch anders. So sieht das Ganze aus. Da kann man die dann so rausholen. Und ich muss sagen, auf den ersten Look und auf die erste Berührung haben die was von Condor Axe Flights. Ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass es Schläfte sind. Wir brauchen eigentlich einen Schläfte-Counter, ich sage ehrlich. Aber, oh, wenn ich die jetzt mal so versuche zu biegen, muss ich sagen, hätte ich mir flexibler vorgestellt. Okay, ich habe mich ein bisschen blöd angestellt. Ich habe versucht, das so zu biegen, aber K-Flex, die haben extra solche Riffelungen hier reingemacht, so wie ihr auf der Rückseite der Verpackung schon gesehen habt. Und ich mache jetzt mal einen Barrel ran, dass ich das euch besser zeigen kann. Also so ist es nur minimal biegbar, aber die sollen sich quasi so wegdrehen können durch... Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ja, hier kann man es ganz gut sehen. Durch diese Riffelungen, die ihr auf der Rückseite der Verpackung gesehen habt, sind die in diese Richtung relativ gut flexibel. Also wenn man einen in der Triple 20 stecken hat, dann sollten die sich so wegdrehen, um Bouncer zu verhindern. Und ich muss sagen, so in der Hand sehe ich das Prinzip auf jeden Fall. Also die sind quasi so konzeptioniert, sich so wegzudrehen, statt jetzt so wegzudrehen. Und daher kommt, glaube ich, auch der Name K-Flex, weil die so flexibel sind in so eine besondere Richtung quasi. Also die sind gemacht, um sich so wegzudrehen und nicht so, wie ich versucht habe gerade im Video. Professioneller Reviewer. Was ich auch cool finde, ich blende euch dann einfach was ein. Die haben so Rifflungen drin. Ich glaube, dadurch kann man die Darts gut als Bande benutzen und sie anwerfen. Wenn die Spitze da erstmal drin ist, dann wird es schon gute Gruppen geben, glaube ich. Und was für mich am allerbesten ist, der ja von L-Style kommt, dass die hier die Hälfte von einem L-Style-Set für mich kosten würde. Kommt darauf an, wo man kauft und ob man den Felix10 Rabattcode einlöst. Nee, ich habe keinen Rabattcode. Felix Batman. Könnt mich gerne sponsern. Schickt mir auch ein paar Sachen rüber dann. Danke. Aber wir können hier viel philosophieren, wie die aussehen und wie die sich verhalten könnten. Wir gehen jetzt einfach ans Dartboard und ich teste die für euch. Da gibt es meinen ersten Eindruck und mal schauen. Ich gebe rüber zum Dartboard. Alter, ich hatte hier die ganze Zeit eine Spinnenwebe. Auch Halloween ist auch schon ein bisschen vorbei, ne? Wäre gut gekommen da, sage ich. So, wir gehen ins Gameplay rein. Dafür schraube ich die neuen Flights jetzt mal auf meine alten Darts, dass ich den perfekten Vergleich habe. Momentan habe ich da noch L-Style drauf. So sieht das Ganze aus. Das habe ich ja immer gespielt. Das mache ich jetzt auch mal runter. Ist auch schon sehr abgeranzt, muss man sagen. Und genau dieses Set hat mir übrigens die Community geschenkt. Vielen Dank nochmal dafür. Ich hatte die auf meiner Amazon-Wishlist. Wurde mir bestellt dadurch. Deswegen ein sehr ehrenhaftes Set. Habe ich sehr gerne gespielt. Ich hätte vielleicht einen... Warte mal, ich schraube mal nochmal einen ab. Dann haben wir den Vergleich. Und schraube einen alten wieder drauf. Minimal länger sind sie. Also wenn ich jetzt einfach spielen würde, würde euch der Unterschied gar nicht auffallen, glaube ich. Alle drei sind drauf. Und jetzt gibt es die ersten drei Würfe oder die erste Aufnahme. Nehmt's, wie ihr wollt. Okay. Okay, der erste ein bisschen nervös gewesen, aber sonst fühlt sich sehr gut an. Ich versuche mal einen Dart jetzt anzuwerfen. Okay.
Hat sich relativ gut angefühlt eigentlich. Also aufs Erste wirken die Flights wesentlich kleiner. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Weil ich glaube, die sind gar nicht so viel kleiner. Vielleicht auch, weil sie dünner sind. Und durch dieses K-Flex sollten die ja so ein bisschen drehbar sein. Das spüre ich jetzt hier, wenn ich so dran wiggle, schon sehr. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich beim Gameplay irgendwas groß verändert. Dafür müsste man halt jetzt ein bisschen mehr spielen als ich jetzt so ein paar Darts. Dafür braucht es einen Langzeittest. Das hier ist jetzt nur mein erster Eindruck. Der ist gar nicht so schlecht, aber auch nicht so gut, wie ich erwartet habe. Bin ich ehrlich. Das hier ist jetzt nicht die Offenbarung, die ich mir erwünscht habe. Tatsächlich. Aber trotzdem solide Flights. Oder Schläfte. Okay. Ich hatte jetzt schon ein paar Bouncer, muss aber nicht an den Flights liegen. Ich bin auch nicht aufgewärmt. Da passiert mir sowas schon öfters. Okay, jetzt vielleicht was eher Ungewöhnliches für eine Review. Die sind sehr glänzend, fällt mir auf. Meine L-Style Flights sind eher matt an der Stelle. Nächster Bouncer. Sieht man den Unterschied? In der Kamera sieht man es nicht so gut. Aber ich mag das Matte von L-Style sehr. Deswegen ein bisschen zu glänzend für meine Verhältnisse. Das ist vielleicht, keine Ahnung, vielleicht habt ihr euch nur gar nicht drüber Gedanken gemacht, ob eure Flights zu glänzend sind. Aber mir kommen die ein bisschen zu glänzend vor. Für meine Präferie. Okay, jetzt läuft es gerade richtig gut. Die Gruppen sind auch richtig gut. Ich habe erstmal so ein bisschen Zeit gebraucht, mich mit denen anzufreunden. Ich spiele jetzt schon seit 10 Minuten oder so. Aber jetzt gerade läuft es richtig gut. Oh, das hat sich richtig geil angefühlt vom Anwerfen her. Oh! Ich hätte jetzt viele Bouncer so grundsätzlich. Aber das würde ich jetzt gar nicht so auf die Flights und Schäfte schieben. Mein Wurf ist sehr, sehr wild manchmal. Oh mein Gott, der Back-to-Back-Versuch auf die 180 und ich verkack. Zu nervös, ne? Wäre auch zu schön. Oh mein Gott, ich dachte Back-Free-Back, was passiert hier, was passiert hier? Aber drei Aufnahmen hintereinander, den ersten ins Triple geworfen. Vier Aufnahmen hintereinander, den ersten ins Triple geworfen. Chat, was passiert hier? Ich sag schon Chat, weil wir nicht im Stream sind. Oh mein Gott! Was passiert hier? Fünfmal hintereinander ins Triple geworfen. Oh! Erster vorbei. Ich weiß gerade nicht, was da los war. Konnte ich mich auch gerade eben nicht mehr konzentrieren, das zu beenden. Aber ich beende jetzt den, also eine 180 draus zu machen. Ich beende jetzt aber das Video. Besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Also, es hat ein bisschen gedauert reinzukommen. Aber irgendwie jetzt zum Ende hin haben mich die Flights doch noch überzeugt. Am Anfang war ich wirklich sehr skeptisch. Ich hatte hohe Anforderungen an die Flights. Schläfte. Haben sie nicht erfüllt, sage ich ehrlich. Und jetzt zum Schluss haben mich sie doch noch kurz überzeugt. Vielleicht lag es auch an mir, aber wow, okay, das war krass. Falls euch das Pack-Opening-Review-Gameplay alles gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!